Dernbach im Westerwald. Die etwas andere Autoverwertung der Ludolf-Brüder. Günther hält die Stellung am Telefon. Peter, Manni und Uwe laden einen ausgeschlachteten Golf für seine letzte Reise zur Schrottpresse auf den LKW. Pass auf, dass der nächste Wagen am Kopf ist, gell, kleiner Dickerle. Schön. Auf dem Hof ist es eng geworden. Ständig müssen die Brüder Autos herumrangieren und die Halle leerräumen. Erst dann können sie einen Wagen zur Schlachtbank führen. Und jetzt rum, Ast rein, Manni, weiter, stopp! Bei Manni wurde schon Feuer, Pedaling am letzten Moment. Uwe, bin ich der Uwe? Ja, weiter. Jetzt wieder anders drehen. Du warst schon verkehrt, das schwingt die Gegend dort. Andersrum. Mannichen, du hast ja gut gemacht. Aber mit so einer kleinen Kröte hier, so einem kleinen Seat wie ein Fiat. Wir sind wirklich nicht effektiv, überhaupt noch das zu drehen auf dem Platz. Wir können uns nicht bewegen. Deswegen gibt es nur noch eine Lösung. Ja. Aufräumen. Erstens, Regale hoch. Müssen, ja. Motore in der Höhe stapeln. Ja. Automatisch gibt es Platz. Mhm. Diese Teile hier, die Getriebe, dann nehmen wir Gitterboxen, schmeißen Gitterboxen raus. Was hast du dazu? Und dann hier, das Schätzchen ist neu. Ja. Das hat nur 2 Stunden gelaufen. Das Fahrzeug wie Außenladen. Batterien werden kaputt sein, vielleicht 1-2 Schläuche. Aber das reparieren wir. Aber wir haben dann einen flammenneuen Gabelstapler. Uwe, guck dir dann doch mal hier an. So, hier hätte ich für die Haube 35 Euro noch gekriegt. Hier kriege ich keine Mark. Wenn die Haufen hier so stehen, man sieht ja an den Hauben, verbeult, verkratzt oder zerknickt, was wir gut ausgebaut haben. Das soll nicht mehr passieren. Wir haben nachher Platz. Ihr werdet euch selbst dankbar sein, dass ihr das gemacht habt. Ich gehe jetzt, macht jetzt. Das bedeutet erst Auto ausschlachten, Regale hoch und ich dann heute Gabelstapler komm, raus. Ran gut Arbeit. Ran, Jungs. Komm, Uwe. Ich will euch nicht aufhalten. Ach, die Mann, Arbeit Mann, muss Mann, gemacht Mann, werden. Ich kriege doch graue Haare hier. Ach, Güntherchen. Ich war bei den beiden Jungs. Du glaubst nicht, das ist richtig witzig. Uwe Manfred haben doch diesen kleinen wie Fiat, so aussieht wie ein Panther, den Seat hochgeholt. Mhm. Die mussten ein Auto rübersetzen, das andere Auto rübersetzen. Die kamen nicht durch. Riesenplatz. Aber so ein Mini-Auto schafft noch nicht mehr in die Halle rein. Boah. Peter, kommst du schon auf Ideen? Wo jetzt mit dem Stapler hier war? Ich finde das super. Ich muss mal abschrauben. Finde ich super gut. Super. Aber die Zeit. Gut, wenn du einmal geschafft hast. Ja, aber überleg mal die Vorteile. Wir haben Platz. Wir können mehr Autos schlachten, alles. Wenn dann auch die Regale reinkommen, aber ist wie eine Fata Morgana. Alles schön frei und schön. Aber ich habe ganz schön zu kratzen. Da müsst ihr ganz schön die Knochen hinhalten. Bis wir aber lieber einmal hinhalten, als gar nicht halten. Während Manni und Uwe ausschlachten, malt sich Peter bereits eine aufgeräumte Zukunft mit Gabelstapler-Einsatz aus. Der Gabelstapler ist unser Problemlöser. Jetzt endlich nach 10 Jahren rauszuholen, den Gabelstapler, damit wirklich, wie es heißt, stapeln, Autos stapeln, Fahrzeuge rausholen, Platz machen wir auf dem Hof. Da haben wir noch einiges zu tun und Peter tut sich dann hinsetzen und macht Mittagsschläfchen. Lass den Peter, der muss da auch ein bisschen relaxen, du musst auch Mitleid haben. Außerdem, denk lieber an den Stapler, an Arbeiten. Der muss frei werden. Manfred, weißt du, was ich an alles denke, rund um die Uhr denke ich, wenn ich schlafe. Ich denke 24 Stunden. Ja, und dann ist vorbei nach 24 Stunden. Hört doch. Ich denke mein Leben lang. Kennst du doch, wenn du denkst, dann denkst du nur. Ja, aber nur 24 Stunden, dann denkst du überhaupt nicht mehr. Weißt du, wer das gesungen hat? Juliane Werding, wa? Ja, die ist sehr gut. Ja, die war gut, die Juliane. Die ist noch gut. Ja, ist noch gut, ja. Spitze. Dann, wenn ich an die denke, denke ich auch an Wenke Möhre und so. Die sind alle so. Ah, die Wenke war gut gewesen. Ist noch gut. Ja, ist gut, Wenke. Ist gut. Nicht wahr, ist. Denk dran. Ein knallrotes Gummiboot, ein knallrotes Gummiboot. In den 70er Jahren hab ich und Uwe hier Rallye gefahren. Ich weiß, hab ich mitgemacht.
Wunderbar. Ich habe den Uwe sein Auto durch die Gegend geschoben, aus Spaß, weißt du. Er meint an Stoßstange hat er Spaß gemacht. Da müssen wir auch mal auf dem Platz wieder machen. Und das wird dann, wir werden wieder jung. Jung! Also, unser Thema ist wirklich nur der Stapler. Wenn du hörst direkt von Wenke Möhre, Gitte, die hörst du auch direkt auf Viane Werding. Die alten Sänger, da war immer noch aber richtig, auch neue gibt verstehen, es gute, aber die heutige ist ja, ich kann man auch verstehen, man muss tolerant sein. Vor kurzem, vor 5 Jahren, habe ich keine klassische Musik gehört. Ja. Heute hörst du mir auch mal an. Nee, man, also, alles ja, aber auf klassische Musik stehe ich nicht. Früher auch nicht, heute ja. Zum Beruhigen, da setzt man dich hin, hört mal ein Brahms, ein Goethe. Ja, Manfred, Bach, Liszt. Du kannst das dir hören. Hast du jetzt 3 Seitenschneider da hinten? Ja, guten Tag. Guten. Ich hätte gern für einen BS Kona, Baujahr 77, einen Kühlergrill. 77er BS Kona. Kühler, ja. Müsst ihr einen Moment warten. Okay. Ja, okay. Danke. Peter, für einen 77er B-Ascona. Habe ich gehört, was er haben will? Ein Kühlergrill, gell? Das ist kein Problem. Mach dir mal auf einen Hähnchengrill. Das ist deine Sache. Gut, dann mach das. Hat Spaß, Kinderchen. Wenn ihr schon so viel Überwährung macht, gell? So. Roll mal raus und ich habe meine Ruhe. Oh ja. So, dann wollen wir mal gucken. Mal nach die Uldi. Da, da, di. Du, ba, da, du, ba, da, du, ba, da, di. Ba, da, du, ba, da, di. Ja, das ist ein Haufen. Das ist ein Peter sein Haufen. Riesig, gewaltig und schön. Den drohenden Aufräum-Sondereinsatz vor Augen schlachten Uwe und Manni den Seat in Rekordzeit aus. Und ab. Und ab. Tam tadam tada, I'm a BS Kona. Da da di, di da da di. So, da haben wir den. Alle Füße dran, schön sauber, auch die Füße. Und schön, wenn er da einfach reinknacken, umklappen. Ich habe zig von denen gefahren. Ich habe die damals auch die B-Manta, B-Ascona. Wunderschön aus. Lass nicht drauf kommen. Wunderschön. So, bitteschön. Ist ja schnell eingebaut. Ah ja. Oh, der sieht nicht gut aus. Der liegt schon jahrelang, sonst wären die Füße bei den anderen alle weg. So, was soll das Ding jetzt kosten? 20 Euro. Ach, das ist ja geschenkt. Ja, und ein sauber schöner und auch keine Beschädigung, auch hier vorne keine Schläge, nichts. Ja. Recht schönen Dank. Bitte schön. Und Ihnen einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir müssen erst mal sehen, aber wir ganze die ganzen Sachen hier wegkriegen. Das ist wohl klar. So, also müssen wir sehen, aber hier Platz kriegen wir die Lenkräder und die kommen in ein altes Auto rein. Und die Motoren, die machen wir direkt auf den auf die Plastikpaletten. Soll ich die schon mal holen, die Plastikpalette? Du brauchst gar nicht holen, Manny. Du kannst nicht erst die Motoren raus... Ich will arbeiten, ich bin nicht so wie du, der dann nur nichts machen will. Gut. Manny, du bist wie ein Schildbürger. Du machst alles zu, bringst die Luft, das Licht näher rein. Ja, dann machst du doch. Erst müssen wir, Manny, erst müssen wir alles, was oben drauf ist, abräumen. Weiter, weiter, noch eins. Und du nimmst auch mal so ein Packen. Ja. Ach. Das ist wie aus dem Laden. Voller Einsatz für eine aufgeräumte Zukunft. Zuerst müssen die gut erhaltenen Motoren auf Paletten gestapelt werden, damit Platz für die Regale geschaffen wird. Gut, reicht. Die nächste? 1, 2, 3, 4, 5.
der Motor fliegt. Ey, sehr gut. Ah, ich hab sie wieder. Meine Mundschatscher. Man hört doch mal auf, das letzte Mal vor die Fresse Nein. gehauen. Deswegen hast du auch so einen dicken Kolbenfresser im Gesicht. Ja, Mann, das sieht man, wie du aussiehst. Ah, meine Mundschatscher. Wenn die Haut immer so die Fresse, wie es letzte Mal gemacht hast. Geil aus. Ja. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Komm, du kannst es besser. Hier, zeig mal. Komm her. Nee, mach mal. Du haust dich ja selber, mach mal. Ja. Jo. Juhu. Aua. Scheiße, ich darf nicht mehr sein. Du hast dich selber geschlagen. Feierabend. Du hast dir mit die Schatzschutz auf den hier, Kopf da, dicke Beule, da. Hast gesehen, das ist dicke Beule jetzt. Boah, krieg direkt eine Hohen. Moment, muss ich fragen? 94er Golf 3, linken Spiegel, elektrisch. Guck mal nach, eine Minute, ich muss nur rausgucken. Einen Moment, wir gehen mal kurz nachgucken, ja? Haben wir da, Günther? Für einen Golf 3 elektrisch, ne? Ja, haben wir da. Linke Seite, kostet? 50. Hallo? Haben wir da, kostet 50 Euro. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Die Motoren sind weggeräumt. Jetzt können Manni und Uwe mit dem Regalaufbau beginnen. Manni, was machst du denn? Dann wäre der hingefallen. Ich halt mal, ich kann nicht dein Auto festhalten. Hast du es drinne? Das muss hier oben stehen? Das muss hier oben stehen. Ja, da bin ich ja noch viel höher. Soll ich dir mal helfen? Ja, das ist alleine scheiße. Peter muss mithelfen sonst. Wir brauchen einen dritten Mann. Ja. Na, wollen wir mal gucken, Jungs. Peter, wir brauchen auch Hilfe. Ja. Mit zwei Mann schaffst du das nicht. Weil einer musste die Ausmessung hochheben mit zwei Mann. Ja. Zwei oben, einer unten. Das kannst du nicht schaffen. Was ist denn? Wir brauchen drei Mann. Gehst da unten, Peter. Du warst da unten. Astrein, genauso. Müsst genau sein. Sind wir nicht spitze? Ihr seid spitze. Gut, wir müssen oben an der Alutor denken. Komm mal vorbei, ich hab's geplant. Sehr gut, Jungs, sehr hoch, gut. Hoch. Astrein. Ich bin schon armes Schwein. Was sollen wir sagen hier oben? Hokus! Tibizibus! Kommt da nicht hoch, Uwe. Scheiße. So einfach ist das nicht. Kopf da unten weg bei Manny. Also das ist geil aus. Geil, ja. Jungs. Vorher am Anfang habe ich ja keine Lust gehabt. Wie ich gesehen habe, die viele arbeiten alles. Aber jetzt, wo es langsam was wird, das macht richtig Spaß. Sieht richtig geil aus. Aber wenn dann mal die ganzen Paletten drin sind mit den Motoren und wir haben hier langsam Platz drin, dann ist es noch viel geiler. Ich lobe euch alle beide. Ihr habt alle beide einen großen Lob verdient. Ja, Lob. Das wollte ich wohl auch meinen. Du bist auch Lob. Dieses Kleppel, aber jawohl, mein kleiner Dicker hier. Peter? Ja, Manni? Ach, die Regale haben wir klasse aufgebaut. Hat doch gut funktioniert. Dann kriegen wir auch endlich den Stapler raus. Da kann ich ihn schön fahren. Wir sehen schon morgen. Schlaf dir richtig aus. Morgen muss der ordentlich ran. Du hast recht. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni, und schlaf süß. Der nächste Morgen. Manni und Uwe starten Teil 3 des Unternehmens Aufgeräumte Zukunft. Die Getriebe müssen in Gitterboxen verstaut werden. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal oben. Ja, ich würde einfach vollpacken. Die Gefragten oben. Die Gefragten müssen hier. Die Gefragten werden oben. Wir müssen hier die Gitterbox mit den Gefrachten unten lassen. Ja klar, dass wir unten reinkommen. Aber von dir kommen ganz oben die Allergefrachten. Da fand ich ganz unten alle rausholen. Wir machen in eine Gitterbox die Gefrachten. Ja, aber ganz oben in die Gitterbox. Mann, nicht lange schwätzen. Fass an. Hier. Mats, da ist ein Colt. Das sieht man doch. Steht oben. Das steht drauf. Nee, das sieht man. Kommt, dann los. Das sieht man doch. Da bist du mal.
davor vor der Seite. Füße weg, Füße weg. Ich bin doch nicht doof, ich hab meine Füße schon weg. Uwe. Soll ich das nehmen? Ja. Ach, das ist schwer. Über 10 Jahre, wo er hier neu steht, sehe ich endlich die Rückleuchten wieder. War es nicht fantastisch? Guck mal, die Meile. Aber geschützt war es, nichts rangekommen. Habe ich extra Steropol vorgelegt. Also da ist ein Meilenstein, Manny. Ein so vorgelegt. Sechstes Weltwunder, ja. Wa? Das erkläre ich dir was. Guck mal, die meisten Star bleiben nicht. Hier haben wir den Licht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, doppelte Ausführung, Blinker und Rückschraller. Und hier das 20er-Schild. Der kann nicht in den Straßenverkehr fahren, wir werden geduldet. Ja, offiziell darf keine Baumaschinen, wenn die nicht zugelassen sind, fahren. Aber die fahren die alle. Werden geduldet. Da ist eine Duldung, ist aber das die sind Gesetzgeber, anständig. Ja. Und das ist eine Duldung und das ist so anständig. Ist und das, da klar ist es nicht auf die Schnellstraße oder auf der Autobahn, aber auf die Straße wird die geduldet. Da wäre ja wohl Dinge mit 20 auf die Autobahn. Manny! Morgen, Güntherchen, wie geht's? Oh, gut, wie immer weiter. Morgens muss man erstmal ein bisschen munter werden. Schön geschlafen? Oh ja. Und du? Ich hab so einen Albtraum gehabt. Was denn jetzt schon? Ich hab geschlafen. Ich fliege. Herrlich. Über die ganzen Bäume, über die ganzen Felder, sogar über die Städte. Einfach herrlich. Ich konnte fliegen. War so wie Superman. Immer höher flog ich. Dann kam erst der Albtraum. Ich fliege über die Häuser. Ich habe Angst gehabt, dass ich oben an die Leitungen komme. Und ich wusste nicht, wie ich runterkam. Dann ging ich einfach voll ab. Die Erde sah ich schon auf mir zugehen. Zack, war mein Kopf in Sand drinne. Dann bin ich aufgewacht. Oh, ein Glück, dass ich nicht gemerkt habe, wie ihr Kopf weh getan hat, gell? Ich hatte als Kind so einen Traum, dass ich im tiefen Schlaf, im tiefen Loch, schwarzen Loch gefallen bin. Das hat kein Ende genommen, bis ich dann wach geworden bin und durchgespitzt war. Dieser Traum hat fast jeder schon mal gehabt. Dieses schwarze Loch, das unheimliche Loch, das gefährliche Loch. Das, wo du nicht weißt, das heißt ja auf dem All gibt es ein Loch in der Welt, in der Milchstraße. Dann, wenn du da eingesaugt wirst in den Film, weißt du, dadurch träumst du sowas. Hallo. Guten Tag. Ich bräuchte für einen E19 Golf, E90. Lenkgetriebe am besten komplett mit den Staubsäcken und den Stangen und einen Schaltsack fürs Schaltgetriebe. Ja, da müsste also die Staubabdeckung. Ja, ich weiß. Müsste einen Moment warten. Ja, dann warte ich einen Moment. Ne? Okay. Danke. Bitte. Peter, für einen Golf E19 komplette Lenkung, also die normale Lenkung und den Schaltsack. Kein Problem. Such ich mal aus. Okay. Kannst du hinsetzen. Endlich mal wieder Ruhe. Muss auch mal sein. Die gibt's doch mal eine Platte hoch, wa? Uwe? In der Halle legen Manni und Uwe inzwischen Böden in die Regale, damit sie die Paletten mit den Motoren platzsparend stapeln können. So weiter. Bin ich dicht genug? Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Super. Schwierig, schwierig, schwierig. So, da haben wir ihn. So. Guten. Hallo. Die Manschette hat etwas aufgehalten. Sauber und schöne. Sonst sind sie genau du. Sonst sind sie gerissen oder angerissen. Naja, ich habe Becky an den Neugürtel. Ich meine das ja auch nicht. Also das Beste, was ich suchen konnte. Da pfeift der Wind rein. Und hier, die Spur.
schön feste. Ja, ja, da habe ich eine Seite, das ausgeschlagen bei mir. Und die andere Seite auch gucken. Ich lege Wert, ordentliche Sachen zu verkaufen. Das ist mir ganz wichtig, weißt du doch. Einwandfrei. Frau Peter, stimmt so. Recht schönen Dank. Vielen Dank. Mal, ne? Bis nächstes Mal. Tschüsschen. Ciao. Und gleich bei den Ludolfs. Ein Gabelstapler erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Er kommt. Ja, er kommt. Super. Und nur das Beste für die Brüder. Peter lässt die Vitamine frei. Die ganze Vitamine werden hier in eine Dose gefangen. Wie kann aus einer Dose Vitamine rausgehen? Nein. Zurück bei den Ludolfs. Aufbruchstimmung in Dernbach. Die Brüder wollen in ihrer Werkstatt Platz schaffen. Unter der Oberaufsicht von Peter machen sich Uwe und Manni ans Werk. Regale werden aufgebaut und Getriebe in Gitterboxen gestapelt. So, Manni. Ja. Jetzt könnten wir mal ausmessen, ob wir mit den Gitterboxen hier alle hinkommen. Kein Problem. Breite, hol mal Zollstock. Den hattest du gehabt. Manni. Du hast ihn zuletzt gehabt, 100%. Ich hab immer, wenn du die Klamotten verlegst, lass du hast mich doch zufrieden. Vorhin noch in der Hand gehabt. Immer bin ich der Schuldige. Lass mich doch mal endlich zufrieden. Du hast ihn genauso weglegen können, aber immer nur ich. Manni, du hast sie aber angefasst und ich leg die weg. Du suchst ja nicht mal, du stehst einfach in der Ecke rum. Der Peter hat nicht so viel Zollstück gegeben mittlerweile. Hast du weggemacht? Drei oder vier gegeben mittlerweile. Du bist ein Knirsch. Ja, guten Tag. Ja, hier ist Ludolf. Ja, der Peter, richtig. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben den Gabelstapler unseren. Da sind die Batterien kaputt und lang stehen. Aber wir brauchten wenigstens so 100 Ampere auf jede Batterie. Habt ihr sowas auf Lager? Ja, wir können sie auch abholen nachher, ja? Alles klar. Ja, der Manni kommt vorbei. Ja, ja, alles klar. Auch grüßen Sie bitte Ihre Familie. Vielen Dank. Bis nachher. Tschüsschen. Peter, zweimal ja. Heute hat der Uwe wegen die Zollstöcke aufgeregt. Keiner weiß, wer die weggemacht hat. Ich will mit gar nicht mehr drüber reden. Aber zweimal wegen so einer Kleinigkeit regt er sich Manni. Auf. Zollstock hin, Zollstock her. Ja, richtig. Was bringt das, du regst dich aber auf? Aber du kennst den Uwe. Gehst mit den Nerven, Uwe kriegst du so nicht gebremst. Mhm. Ihr seid von morgens bis abends auf der Pelle, sitzt ihr euch. Da gibt es mal auch etwas Auseinandersetzung, ist ganz normal. Schwester Biene ist im Anmarsch. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn jetzt kann Mannis und Uwes Streit erstmal ruhen. Der wöchentliche Einkauf für die Brüder steht auf dem Programm. Hallo Günther. Hallo Biene. Und alles klar? Moin. Alles Beste. Frieden, Apfelkuchen. Hallo. Hallo Bienchen. Hi. Hallöchen. Hallo Biene. Und alles klar? Alles klar. Wir fahren ja gleich einkaufen, richtig? Ja. Manni, ja. Können wir gleich direkt loslegen. Ihr fährt nicht nur einkaufen. Ja. Den Gabelstapler, wir brauchen ein paar neue Batterien. Ja, ich habe schon angerufen, die holt ihr ab und kommt ein. Ich habe hier oh, mein Zettel, Biene, dann können wir los. Die können sofort losfahren. Richtig. Dann geht das Bienchen. Ja schwuppdiwupp. Okay. Ah. Und einmal Zettel, lass mal gucken. Zettel. Ja, ist ja, ja und ich kann mal ein bisschen von Uwe beruhigen. Dann bin ich noch ruhiger. Okay, wir fahren. Okay, bis nachher. Bis dann. Bis nachher. Uwe und Manfred sind wie ein Ehepaar. Dieses Ehepaar streitet sich mal. Es freut sich, macht auch Witze. Es leckt sich mal, also man sagt, man tut mal klein wie verarschen. Das muss sein. Das ist kein Streit bei denen. Abends wieder alles vergessen. Beste, was es überhaupt gibt. Ja, soll er machen. Habe ich ein bisschen Ruhe. Anspannt tut auch gut. Schöne Fläche sauber. Geil. Der kann mich jetzt langsamer. Nun soll er sehen, wie er klarkommt, wenn er meint, er muss klar hinkommen. Alter Saftsack. Bevor der gescholtene Manni mit Biene die Lebensmitteleinkäufe erledigen kann, besorgen die beiden zuerst die flammenneuen Batterien für den Gabelstapler. Der Peter hat, glaube ich, wegen zwei Batterien für uns Stapler angerufen. Ja, die stehen schon hier bereit. Schon fertig, so schnell geht das. Das ist ja ein super Service. Kann ich sehen, so hier rüber? Ja, geht auch so, ja. Ja. Soll ich eine nehmen? Nee, du tust die sind nicht ganz leicht. Ne? Sag ich noch mal. Sehr, ganz richtig. Schwer. Ich bin aber stark. Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Ich hätte eine Überraschung für den Uwe. Einen ganz normalen Zollstock brauche ich noch. Kein Problem. Ja. Zwei Meter. Sehr gut.
Bitte sehr. Dann haben wir den auch. Dann sage ich nochmal Tschüss. Jo, es geht ja wieder mal auf Rechnung. Rechnung. Danke. Auf Rechnung wie immer. Tschüss. Ne? Gut. Danke. Tschüss. Tschüss und schönen Tag noch. Dankeschön, ebenfalls. So. Guten. Günther, ich bräuchte Ersatzteile. Ja. Omega 2 Liter. 2 Liter Omega Druckplatte, Kupplungsscheibe und Drucklager. Wenn, ja, wenn Scheibe dort ist, Scheibe. Nur die? Und dort. Kannst ja. du mitnehmen. Einen Moment, da muss ich mal den Uwe rufen. Der braucht sowieso der Peter dann. Okay. Uwe! Ja! Komm mal dem Peter helfen! Ich komme! Ach, Mann, Mann. Erst Keks, der Saft sagt mir und jetzt muss ich noch kommen. Aber schiss, egal, wir sind in Ruhe. Na, mein kleiner Dicker, komm mal gegen. Brauchst du Hilfe? Wir haben hier einen Druckautomat von Opel Rekord nicht, sondern von einem Omega 2 Liter. Hier, das Drucklager, guck mal, das fällt schon ganz auseinander. Die Platte geht noch. Das hat die Kugeln alle raus. Mhm. Oh, hier, das ist im Arsch. Komplett runter. Also die Druckplatte ist im Arsch. Die Kupplungsscheibe, die gehen mit alles zusammen, das ist gut. Nimm mal gucken. So, gucken wir mal nach, gell? Ja. Die Äpfel sehen gut aus. Meine Peter will so und so weniger Fett essen, weil er auch Magenprobleme hat. Ja? Richtig. Mit Magen hat er ab und zu Probleme. Und hat dann er richtig gute Vorsätze? Ja, ich hoffe es. Aber es beibehält. Verkehrt ist es ja dann nicht. Mal die ich kann das auch gerade hier machen. Das geht auch. Haben wir direkt hier oben die 1. Da kommt das schon. Dann brauchen wir noch irgendwie einen Eintopf, aber keine Linsen oder so. Fantastisch. Ach, Uwe, hier, Blut reingehauen. Die Haken müssen abgeschnitten werden. Langsam machen. Die Haken hier kommen raus wie ein Messer in meinen Finger reingehauen. Guck Bin mal, wie das hier gemacht. Blutet. Hätte ich nicht gemacht. Hier, Uwe, kannst du mal pusten kommen? Auch schmutzige Finger noch dabei gekriegt. Richtiger Autoverwerter bist du nicht mehr, wa? Nein, guck dir mal diese Scheiße an. Ich nehme Papier und hab noch die ganzen Finger versaut. Ja, ja, ja. Ach, komm, hör auf. Reich an wertvollen Gemüse. Richtig. Das hört sich doch schon mal nicht aber schlecht an. Aber ich habe hier was Besseres noch. Ja? Grüne, hier ist es. Bohneneintopf. Grüne Bohneneintopf. 4 Döschen. Und dann noch ein schönes mageres Fleisch bei. Wichtig, mager, genau, kein das Fett. Suchen wir gleich aus. Das wegen der Magen, das ist ja auch alles wegen nicht zu viel Fett. Platz. Dieselbe Größe, mein Kadett GSI hat dieselbe. So, und der Druckring, der kommt hier drauf. Das ist bei dir ja komplett raus, fast ganz neu. Die ist vom GSI und nagelneu. Siehst du hier oben, guck mal, die. Was da brauchst du 40. Da guck mal hier an. Da bis hierhin alles weg. Das ist komplett im Arsch. Und soll der Rest das Trinkgeld sein? So viele Leckereien, das ist so richtig gemein, ne? Fisch würde auch noch geben für den Peter. Aber wir haben Fisch würde auch noch geben. Aber das geht überhaupt gar nicht. Pizza. Oh. Guck mal zur anderen Seite, das ist das können auch wir gerne da die Donau. Können wir komplett vergessen. Eis oh, der Arme. Und Kuchen lassen wir komplett weg. Irgendwann ist ja auch vorbei mit ihm. Drei Stunden später. Die Einkäufe sind erledigt, Mani und Biene sind wieder zurück. Ich okay. mach mich dann auf, ne? Alles klar. Tschüss, Mani. Mach's gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao. Ach, du bist ja auch schon da, Mandy. Ja, schön Batterien geholt. Nee. Wo warst du gewesen? Einkaufen und die Batterien gekauft. Manni. Und hier ein Geschenk für dich, hier. Für mich. Meiner? Uwe, der Baumeister. Wollen wir uns das versöhnen? Komm. Ja. Versöhnen. Hey, danke. Das ist meiner, hast du mir geschenkt, nehme ich mit heim. Okay. Das ist geil, das ist Kunststoff, wa? Ja, aber ich kann nicht kaputt machen, bitte. Der geht nicht kaputt. Ich schenke dir und du machst ihn kaputt. So, Manni, wir legen jetzt mal Pappe drunter. Und den sollst du selber da wieder nicht wegmachen. Okay. So, machen wir hier Pappe drunter. Das ist mir nicht gut für die Batterie mit weiß dem ich. Stehen. Schön hinstellen. Wegen die Kälte. Ja, was machen wir jetzt? Pause oder was? Nee, jetzt? Abräumen und weitermachen. Na, Jungen. Ja, wir ja. brauchen dich mal. Guck dir mal an. Nicht mehr. Guck die Batterien Nö. An. Ach, sind die war unterwegs, hat schon Batterien geholt. Denn das wir haben auch geschafft schon. Uwe, ja. die haben ja schöne
orange Sachen da dran. Ja, ja. Das sind die, dass es nicht kein Funken entsteht. Schön. Und nimmt sie hier ab. Ja. Und dann sind sie ab. Herrlich, herrlich. Dann ich räume mit dir ganz schnell erstmal ab. Warte mal. Barney, wer hat die Idee gehabt mit dem Styropor? Wir beide. Ich. Ein Lob. Ja, Peter weiß doch. So, Manni, geh rauf und stapel mal runter. Geh mal weg, Uwe. Geh mal hier weg. Manni, ihr beiden macht, rennt mir so lange ausruhen. Ich hab sowieso die ganze Zeit geschafft, hier oben zu umfallen. Ach, sehr gut. Herr Opet, guck mal, was hier liegt. Hier in Versteckten. Drüben liegen, den brauchen wir. Endlich weiter aufräumen und endlich längst verloren geglaubten Krimskrams wiederfinden. Dann habe ich hier, das ist ein Abdruck von meinem Oberkörper. Und hier ist das ganz neue Testament von heute, steht da. Da kriegst du auch. Guck mal an, hier eine schicke Brille. Mhm. Und ein Nasenring. Nee, ich klappe auf. Ja. Wie sieht das aus? Mann, ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ganz ehrlich, beknackt und bescheuert. Ich bin innen. Hör auf, Mann. Nimm mal die Karre zurück, dann spring ich runter. Eine Minute, ich bin nicht der Jüngste mehr. Das hast du gesagt, nicht ich. Der Haufen wackelt, aber ich kenne es ja. Mein Haufenprinzip. Ja. Machst du gut. Das mobile Haufenprinzip. Eine echte Herausforderung für Mensch und Material. Ja, armer Kerl. Eine Batterie, wenn die 12 bis 13 Jahre steht, da ist eine Batterie platt. Eine Batterie, die normal steht, kann in einem halben Jahr platt sein. Eine Batterie, die jeden Tag angelassen wird, oder zumindest einmal im Monat, bewegt sich, können sich keine Kristalle in der Batterie ansetzen auf die Bleiplatten. Und diese hier ist es ganz neu und ich hoffe, die funktioniert. Scheiße. Da komme ich nicht vorbei. Ja, komm. Nur nicht viel Gas geben gleich. Ja, komm. Benni, aus, 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 aus. Die Leitung drückt ganz raus. Ja, aber es läuft. Ja, die Leitung müssen wir neu. Da muss neue Leitung rein. Die brauchst nicht weiterlaufen lassen. Na gut, der qualmt jetzt, weil er zu lange gestanden hatte. Der muss mal richtig eine halbe Stunde warm laufen. Bloß eben die Probleme hier vom Stehen sind die Leitung spröde geworden. Also wir müssen zumindest zwei neue Leitungen reinklatschen. Und dann geht es den Kleinen auch wieder besser. Jetzt bin ich an mein Ziel dran. Oh. Hey, schon wieder. So, jetzt muss ich mir erstmal ausruhen. Klappt das? Ja, wird schwierig. Ich sag ja, also das Schloss möchte bei denen nicht sein. Man muss fünf Teile abbauen, um einen Teil ranzukommen. Das ist klar, von Stehen wird das Material porös. Gummi altert. Tja, wir werden auch immer älter, Manni. Ja, aber porös werden wir nicht. Sagst du. So, Manni, das ist die Leitung. Siehst du, ja. Da ist die Spröde da. Ganz einfach. Ja, geh zum hier. Peter in Lager, der hat garantiert irgend sowas liegen. Sagst du. Peter hat das nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, mein Wort. Geh zum Peter. In die Zeit mache ich interessante Dinge, da habe ich mehr von. Ich habe mein schönes Tempo und dann leg ich los. Wir haben ein kleines Problem, Peter. Wir haben den Dampfstapel zum Laufen bekommen auf der Zeit. Aber da sitzt die Leitungen, die spritzen raus wie die Fontäne. Sieht doch wie neu aus. Hier ist komplett undicht.
Und die andere ist auch undicht. Ja, das sind Quetschköpfe. Wenn man die abkriegt und dann eine Spezialleitung. Warte mal, ich lass mir da was einfallen. Warte mal. Da oben ist die Leitung. Die können wir schon mal nehmen, Peter. Die hält das aus. Das ist sogar eine mit Stahl, die kann nicht scheuern. Schon mal ein riesiger Vorteil. Schellen habe ich hier. Ja, gib mal vier oder fünf mittlerweile verloren. Und eine Minute, nicht so schnell. Ich sage es ja nur. Ich bin kein D-Zug. Was überlasst du? Fünf. Das reicht, wir können immer noch einen nachholen. Nimm noch hier was Pappe. Oh, kriegen wir schon den Griff. So, Peter, dann wollen wir mal gucken. So, gucken wir mal nach. Wenn wir die Schellen auf den Knüppel kriegen, dann kriegen wir es hin. Das ist irgendwie kein Problem. Versuchen. Das Licht drauf, mein Licht an. Das sind die Messen. Kupfer. Uwe mal bei der Arbeit. Selten. Mit meinem Finger gleich. Ja, bringt Peter den rechten Kopf ab. So können wir nicht machen, müssen vorsichtig. Wenn der Kopf abreißt, ist er nämlich im Arsch. Du kannst das Ding wegschmeißen. Weiß ich. Hab doch keine Angst immer. Ja, die sind empfindlich. Da, guck. Ein Display. Na, pass ab. Ja. Geil. Peter, du bist spitze. Muss ich dich loben. Auch wenn der Motor noch nicht läuft, will Manni für den Ernstfall vorbereitet sein und kümmert sich schon mal um den richtigen Reifendruck für den schlafenden Gabelstapler. Machen wir erstmal einen drauf. Super, die andere Seite gleiche Spiel. Aber jetzt wissen wir, wie das geht. Ich kann mal, wenn noch was kommt, können wir weiter basteln. So, das waren die drei Teile, ja. Früher wussten wir auch, wie weit auch Junge, weißt du noch? Ich weiß. Aua, scheiße. Aua, das hat wehgetan. Ich lache nur, weil es mir wehtut. Ja, ja. Du kleiner Gangster. Ja, wenn du dir das selbst machst, hast du selbst schuld, gell? Da hast du das nochmal recht. Das sieht gut aus. Ja, siehst du. Das ziehen wir erstmal an. Bist du jetzt stolz für Oskar? Wir können auch stolz sein. Wir haben was geschafft. Haben wir recht, Günther? Mhm. Günther, weißt du was? Ich bring das Ding nach hinten. Ich geh mal nach hinten. Ein, gell? Ich baue es ein. Der Rest tust du entsorgen und alles? Mach ich. Dann hau ich mal ab. Und du entsorgst dich selber. Okay. Mhm. So, bis gleich, Peter. Bis gleich. Sehen wir gleich, ob es klappt. Ja. Wenn er mit einschläft. Wenn er einschläft, hat er es verdient heute. Ja. Besser hingekommen, als ich dachte, Mann, Spitze. Wieder einiges geschafft, Gott sei Dank. Immer noch an Luftaufpumpen, wenn ihr was haben. Ja, ich habe die Reifen alle aufgepumpt. Guck dir mal an hier. So was schon mal gesehen, wa? Schon wieder neue Schläuche. Nee. Moment. Ja, guck mal, jetzt guck mal, hä? Hat er die alten Anschlüsse an andere Schläuche gemacht? Das ist nicht schlecht. Wie früher, haben wir auch selber gebastelt. Vater hat immer gebastelt. Bau doch mal ein. Hat er gut willst gemacht. Du das nicht einbauen? Das darfst du. Ich muss mal gucken, wo die hingehören. Die Morgsterei wieder. Wo sind sie aufgebaut? Das, da gehört ja, hin. Hast du gesehen, wie viele Leitungen da sind? Eine ich guck von drüben rüber. Hier hinter. Sekunde, da brauchen wir erstmal eine Schraube. Ja. Kannst du genug sehen? Ja, Manni. Mhm. Aber nicht nur in der Werkstatt. Auch in kulinarischer Hinsicht geht der Trend bei den Ludolfs zu einer neuen Übersichtlichkeit. Ich habe jetzt eine neue Art angefangen, eine leichte Küche, dass sie etwas dünner werden alle. Der Magen soll nicht so voll sein, aber die sollen satt werden. Und die sollen Kraft haben. Wenn die das gegessen haben, die haben Kraft, Freude an den Arbeiten, weil die Fleisch kriegen, ihr Gemüse kriegen und ihre Kartoffeln. Alles in einen Topf. Deswegen heißt es auch Eintopf. Ha, das schmeckt doch. Also Uwe kann nicht davon noch genug kriegen, ich auch nicht. Und jetzt hat man viel gegessen und ist satt, kann man es nochmal abends essen oder den nächsten Tag. Schmeckt zehnmal besser. Das ist wie, ob man Kartoffelsalat stehen lässt etwas und dann den nächsten Tag Kartoffelsalat oder ein paar Stunden später isst. Dann ist durchgezogen und so ist bei denen. Schmeckt viel lieber. Die reichen Leute, die würden, wenn sie das könnten, würden sie es auch viel, viel mehr essen. Aber die kriegen ganz frisch und den nächsten Tag wieder frisch. Die kennen überhaupt nicht den leckeren Geschmack. Einfach lecker. Sieht das nicht herrlich aus? Das ist doch fantastisch. So, jetzt versuche mal zu starten, Manny. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt alles dicht ist oder ob er alles richtig geschlossen ist.
Lass uns überraschen. Ein paar Sekunden warten, da ist wie eine Vorglühung. Ja, der Startplatz schon lange nicht mehr gelaufen. Da muss ich einlaufen. Der ganze Diesel, der ganze Dreck, die Kolben brechen. Die müssen alle wieder frei werden. Der hat eine gute Abgasnorm. Und gleich bei den Ludolfs, Ende des Dornröschenschlafs. Günther und die Gabelstapler-Jungfernfahrt. Zurück bei den Ludolfs. Aufbruchstimmung in Dernbach. Die Brüder schaffen in ihrer Werkstatt Platz. Sogar der alte Gabelstapler wird freigeräumt und wieder zu neuem Leben erweckt. Vor der ersten Fahrt kocht Peter noch schnell ein extrem vitaminreiches Mittagessen. Ach, die alten Dosenöffner waren noch die besten. Die gingen überhaupt nicht kaputt. Ganz selten. Wenn man frische Gemüse geholt, ist es das Schlechteste. Ich möchte das erklären wegen was. In die Dose ist es schon sofort von der Fabrik reingekommen und wie es war, ganz frisch. Und wenn es tiefgefroren ist, ist es noch besser. Dann ist es sofort noch früher reingekommen. Also man kriegt man die ganze Vitamine, was überhaupt da drinnen sind, kommen sofort in den Eis rein oder werden hier in eine Dose gefangen. Aber außerhalb, man tut etwas, einen Salat oder irgendwas draußen ein paar Stunden, dann wird er so welk. Und dann gehen die Vitamine raus. Aber hier nicht. Hier sitzen sie im Saft drinne. Hier kann keine Vitamine rausgehen. Wie kann aus einer Dose Vitamine rausgehen? Nein. Die inzwischen freigelassenen Vitamine haben Manni und Uwe auch dringend nötig. Die Wiederbelebung des Gabelstaplers aus seinem 10-jährigen Dornröschenschlaf geht an die Substanz. Gut, ja, ich kann es ausmachen, wenn die läuft sauber. Wie eine Eins. Kann Peter berichten? Alles ja. Sauber, dicht, ja. Super. Genau. Soll ich mal den Motor noch mal nachputzen? Wie eine Eins, ich komm rüber. Da kann man echt nichts gegen sagen, wa? Ich schieb mal ein bisschen die Haube zu, dass nichts runterfällt. Wollen wir den Peter? Nein. Ja, gut. So. Den Peter wollen wir berichten? Ja, wir können zufrieden sein. Komm mal, sich auf die Schulter klopfen. Ja, aber nicht meine hier. Dann kommt trotzdem. Sehr gut. So, komm, wir gehen Peter Bescheid sagen. Ah, den finde ich gut. Temperatur gelungen, Patient lebt. Ja. Hammer. Ja. Was ist denn hier los? Hey, jetzt Nöbel. Guck das mal an. Aber boah, da haben wir alles zugenommen. Ja, es kann aber auch irgendwie Nöbel sein von aber Manni, wenn der Peter das hier sieht, dann sagen wir ganz einfach, das Ungeziefervernichtung, alle Balken, die Würmer. Die sieht aber romantisch aus, finde ich. Richtig romantisch. Der hält sich aber direkt so wie Nöbel über Afrika in die morgen aufgehende Sonne. So richtig schöner, leichter Nöbel. Und hier kann man genau sehen, dass man beim Brand unten liegen muss und nicht oben, weil es nach oben geht. Ach ja. Wir sind glücklich. Das stinkt hier. Nee, Guten Appetit. Holzwärmer kommen. Und außerdem, der Stapler läuft wie ein Uhrwerk. Wie ein Uhrwerk. Holzwürmer. Komm nicht rein, der Dolch. Der hat auch keine Holzwürmer. Da kriegt man hier Asthma. Nein. Der Gabelstapler ist jetzt endlich, nach 10 Jahren kommt er raus. Und wir wollen unseren Spaß haben, wir wollen Arbeitserleichterung haben. Und deswegen habe ich euch ein leckeres Essen gemacht. So ein Eintopf. Aber das ist gut, Eintopf. Die schönen Bohnen, die schönen Möhren, das sind Vitamine. Und Kartoffelchen. Das ist doch lecker. Der Fleisch ist die Proteine und so. Proteine ist mir doch egal, Vitamine, egal wie. Und hier die Soße. Du, Manni, du musst immer das letzte Wort haben, gell? Ja. Spaß beiseite. Wir wollen die Gabelstapler jetzt nachher mal rausholen, den Gabelstapler. Und du fährst dann auch mal nachher, Günther, etwas? Dann müsst ihr aber sehr lieb zu mir sein. Wir sind lieb zu dir, dass du fahren darfst. Wer sehen, wie der läuft? Ich will es erst sehen, bevor du das überhaupt sagst. Komm. Erst muss ich sehen. Sehr gut gemacht!
vorne haben wir der. Günther! Mit dem kannst du Rallye fahren, Peter. Komm mal her! Da brauchst du keiner den umkippen. Ja. Willst du auch nicht mehr fahren? Da musst du schräg fahren. Komm mal, ein Stück mal so. Tausend mal. Ich hab den Pkw fahren. Aber jetzt hast du Spaß, hast ja. Du. Günther, jetzt hast du Spaß. Ja, jetzt geh weg da. Jetzt kannst du das Ding fahren, gell? Richtig. Ja, geh mal rüber. Rüber. Ja. Das Ende einer Aufräumaktion. In der Werkstatt ist tatsächlich wieder Platz und Günther sitzt seit über 20 Jahren wieder einmal auf dem Sattel eines Gabelstaplers. Er fährt ihn sehr ruhig sogar. Hey, Günther! Die Leiter! Es wird mir alles platt! Kaputt gefahren. Platz. Hast du weitergefahren? Ja, ja. Platz. Nein. Gut, Günther. Stopp. Am Fährt aus. Für das erste Mal nach 20 Jahren wieder, gell? Ja. Oh ja. Ja. Ich bin die alte Technik gewöhnt, weißt du? Ich bin die neue gewöhnt. Und das nenne ich die alte mehr. Pass auf, Fuß da unten rein. Ja. Du hast richtig schöne Farbe gekriegt, ein Gesicht rot. Die Haare werden wieder dunkler dadurch. Schon am ersten Tag. Oh Gott, da darf ich nicht mehr fahren. Mehr draußen fahren. Nee. Fantastisch, Günther. Keine Angst. Aber du auch noch. Hey, Günther kennt. Der Uwe kann nur überlästern. Du hast. Mal zeigen, wer fährt. Da wird alles platt. Lass den Uwe nicht zu viel. Nein. Dann fehlt alles. Peter, lass den Uwe nicht damit fahren. Da bleibt nichts übrig. Doch. Aber du siehst einen Schafplatte an. Mit den anderen heute Abend bei sich zu Hause. Ja, das hat er nur vor. Ja, genau.